Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Herzlich willkommen von der Abenteuer und Allrad. Heute mal was anderes. Heute werde ich euch den Wingam Oasis 45 vorstellen. Ja, das ist ein außergewöhnliches Fahrzeug, sehr kompakt, 45 lang. Und wie ihr seht, recht schmal. Das Fahrzeug trägt im Aufbau kaum auf. Also fast identische Breite. Aber ihr werdet überrascht sein, wenn wir hineingehen in das Fahrzeug, was wir da für Platz haben. Ja, ein riesiger Müllbehälter gleich zu Anfang. Ganz toll. Schicke Tür. Und wir gehen hinein. Hier gibt es dann auch eine Trittstufe. Jetzt gehen wir mal ins Fahrzeug hinein direkt. Und was sehen wir hier? Ja, eine riesen Sitzgruppe. Also hier finden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute Platz. In ein 45er. Und die stehen sich nicht im Weg. Jetzt zeige ich euch das Fahrzeug mal von der Beifahrerseite aus. Ja, schönes Design. Hier seht ihr das bei der Küche auch. Also sehr ansprechend. Ja, Lederbezüge, also Kunstlederbezüge. So, ich habe mir mal gleich mein Lasermesser geschnappt und ermittle mal die Stehhöhe. Hier haben wir 1,86. Das liegt daran, da wir hier ein Hubbett haben, seht ihr das? Wahrscheinlich, wenn man jetzt die, eigentlich Matratze liegt drauf, viel mehr nach oben geht nicht. Also 1,86 kann man hier durchlaufen. Ich zeige euch gleich mal das Bett. Das ist nämlich total easy runterzuholen. Zack und fertig. Seht ihr, hier könnt ihr hinaufsteigen. Und das messe ich euch dann glatt mal aus. Wir haben hier Matratzenende bis zum Kopfteil da hinten. Da haben wir 1,88 und in der Breite, so in der Breite haben wir 1,30. Ja, für Leute, die sich lieb haben und es echt kuschelig mögen, ist das, denke ich mal, ausreichend. Das haben ja die meisten Querbetten in einem 45er auch, wenn nicht noch weniger. Ja, das Bett kann man ganz einfach wieder hochziehen. Hier oben habt ihr gesehen noch ein Heki. Und ja, jetzt hat man wieder Platz. Ja, wir fangen mal an hier mit den Oberschränken. Die werden einfach am Griff, zieht man hier und dann ist die Entriegelung, wird die geöffnet mit nach oben hin. Wird das langsam gedämpft. Nur nach unten gibt es kein Soft Close, da muss man aufpassen. Ja, hier ist der Fernseher mit Satellitenanlage. Ja, hier sind zwei Gurtplätze. Dann nimmt man das Teil hier vorne raus. Und dann kann man dort zu zweit sitzen. Das Teil wird natürlich auch weg. Die werden hier auch weggenommen. Ja, dann kommen wir da einfach mal zum Bad. Hier oben sehe ich gerade, gibt es noch eine Klimaanlage. Das Fahrzeug ist voll ausgestattet. Ja, und ich sage auch extra Bad, nicht Nasszelle, weil das Ding ist riesig. Also riesen Duschkabine und tolle Toilette. Ein riesen Waschbecken, wie ihr seht. Sehr geräumig. Hallo, dann haben wir hier einen Oberschrank, so, mal wieder schließen, einen Handtuchhalter, da oben haben wir noch einen Haken, hier ist noch ein Haken, also hier kann man überall was aufhängen. Ja, ich bin 1,80 und habe hier oben eine Handbreit Platz noch, also viel größer darf man in diesem Fahrzeug nachher nicht mehr sein. Und ja,
Ich finde ein sehr ansprechend großes Bad mit Fenster zum Durchlüften. Dann haben wir hier unten noch einen Unterschrank. Jetzt haben wir hier noch den Lichtschalter und hier haben wir noch eine 12 Volt Steckdose. Jetzt habe ich auch gleichzeitig das Licht ausgemacht. Wirklich schön gemacht. Hier seht ihr, da wird der Duschvorhang, kommt da noch rein. Der ist im Moment hier nicht drinne. Geht hier einmal rundherum. Ja, hinten im Heckbereich haben wir noch einen Kleiderschrank. So, schaut mal, noch ein bisschen Licht hier. Da sind im Moment alle anderen Sachen, die hier nicht angebaut sind, reingelegt worden. Ja, hier drüber seht ihr Truma-Bedienteil und dann haben wir hier nochmal, na, genau, hier kann man dann Frischwasser, Abwasser, Fahrzeug und Aufbaubatterie kontrollieren, Licht komplett einmal schalten und hier können wir wahrscheinlich noch was programmieren. Dann seht ihr hier direkt über der Tür den Temperaturfühler, finde ich ungünstig angebracht, aber das ist sehr oft so. Ja, hier haben wir nochmal eine, nee, zwei USB-Steckdosen haben wir da, das ist doch praktisch. Dann haben wir hier noch eine 12-Volt-Steckdose und eine 230-Volt-Steckdose. Also Stromversorgung ist hier gesichert. Ja, die Küche, ich hoffe, man kann das erkennen. Ganz tolles Design. Hier haben wir den tollen Dometic-Kühlschrank, den man beidseitig öffnen kann. Dann haben wir auch noch ein Gefrierfach. Ja, die breite Version ist das. Und genauso haben wir hier einen Zweiflämmer mit ausreichend Platz, mit Piezozündung. Ihr seht ihr gleich, da gibt es noch so einen Abfluss, wenn das Nudelwasser mal überkocht. Und wir haben ein ganz tolles Waschbecken. Ist das nicht schön? Ja. Schöner Wasserhahn. Also hoch genug, um auch große Töpfe abwaschen zu können. Wer es im Fahrzeug macht, ich mache es in der Regel außen. Ja, ist halt zum Waschen bequemer. Aber wenn man jetzt autark steht, dann ist natürlich praktisch, wenn man drinnen abwaschen kann. Ja, wir haben hier unter einen riesen Auszug, den man als Besteckkasten nutzen kann. Hier unten haben wir noch Stauraum mit zwei Klappen. Und auf der Seite haben wir weiterhin große Auszüge. Und da unten nochmal, ups, das ist eine Klappe für große Töpfe. Schließen wir gleich mal. Jetzt habe ich hier gerade in der Ecke noch einen Wechselrichter entdeckt. Von Dometic. Ein tolles Ding. Wahrscheinlich 1500 oder 1700 Watt. Moment, hier ist ja die Beschreibung. Also in dem Fahrzeug ist eine Klimaautomatik. Dann haben wir Navi, Rückfahrkamera 2. Dann haben wir automatische Aldensat-Anlage mit 18,5 Zoll TV und Plissé-Verdunkelung. Ja, Duo-Control haben wir hier drin. Ja, dann steht hier 100 Watt Solarmodul haben wir, einen Laderegler und ein Wechselrichter. Aber hier steht nicht, wie groß der ist. Aber ich denke mal mindestens 1500 Watt. Ja, das Fahrzeug ist mit 9 Gang Wandlerautomatik und 140 PS Motor. Dann verrate ich euch gleich nochmal den Preis. Hier kommen wir auf einen Gesamtpreis von 84.963 Euro. Das ist der Messepreis. Und wie ihr seht, das Fahrzeug ist sofort lieferbar. Ja, und hier vorne, mal sehen, ob wir es ankriegen, das Radio. Nein, hier mal einmal anschalten. Genau. Das ist das Xcent X-F
270. Toller Cyber. Ihr seht, ihr könnt die Navigation drücken. Es dauert natürlich bei solchen Geräten immer etwas, aber hier erscheint keine Navigation drin zu sein. Können wir nochmal drücken? Nein. Oder doch? Jetzt startet Navi. Hier rauschelt so ein bisschen. Machen wir mal leise. So. Zustimmen. Und jetzt könnt ihr hier über. Ja, doch, hat er geklickt. Hier könnt ihr dann die Route eingeben. Ja, tolles Navi. Ich nutze es gerne. Dann schalten wir wieder aus. Ja, das ist noch das 7er Fiat Chassis. Das neue Modell ist ja teilweise noch nicht lieferbar, aber es wird ja demnächst kommen. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Verdunkelung. Einfach hochziehen und dann kann man es wieder runterziehen. Und an den Seiten, das zeige ich euch am besten mal von hier. Da habt ihr hier die Plissés. Kann ich dann verdunkeln. Über der Küche haben wir dann auch noch drei Oberschränke. Hier geht es ein bisschen tiefer hinten rein, hat man ein bisschen mehr Platz, aber es reicht, wie man sieht, nur für Tassen und ganz kleine Teller. Die anderen Teller müsste man nachher unten wieder reinstellen. Ja, ich setze mich noch mal von dieser Seite hin, damit ihr mal die tolle Küche bestaunen könnt. Ah, da vorne sehe ich noch was. Hier haben wir noch mehr Steckdosen, einmal 230 Volt und noch einmal 12 Volt. Das ist natürlich sehr schön. Hier habt ihr noch mal die Möglichkeit, diverse Sachen, Karten oder Bücher oder irgendwas zu verstauen. Ja, wie ihr seht, das ist ein Monocoque GFK-Aufbau von vorne bis hinten durch. Da oben gehört eigentlich noch eine Markise ran. Ja, und hier hinten oder hier in der Mitte haben wir den Gaskasten. Wie ihr seht, da kommt man ganz bequem ran. 12 Kilo Gasflaschen passen da rein. Und alles GFK. Ja, liebe Campingfreunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen hoch. Möchtet ihr noch mal weitere Videos schauen von diesem Kanal? Abonniert den Kanal einfach und bitte die Glocke nicht vergessen. Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß hier auf der Abenteuer und Allrad. Hier sind noch ein paar Fahrzeuge, die ich für euch filmen werde. Bis dann!